Liebe Schwestern und Brüder, im heutigen Evangelium spricht der Herr in seinen Abschiedsreden im Abendmahlsaal ein Rätselwort. Viel ist darüber nachgedacht worden, gerätselt worden, was will er damit sagen? Er spricht über den Heiligen Geist, den Beistand, den der Vater senden wird, den er vom Vater senden wird. Und dieser Beistand, der Geist der Wahrheit, tut etwas Eigenartiges. Er überführt die Welt und deckt auf, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Gestern haben wir des 100. Geburtstags des heiligen Papstes Johannes Paul II. Gedacht. In seiner großen Enzyklika über den Heiligen Geist, Dominum et Vivificantem, hat Papst Johannes Paul ausführlich über diese Stelle meditiert. Ich kann mich erinnern, wie ich damals als junger Theologieprofessor diese Enzyklika gelesen habe und wie mich das umgetrieben hat. Diese Frage, was heißt das? Der Geist der Wahrheit, er überführt die Welt und deckt auf. Wir leben in einer Welt der Aufdecker. Gott sei Dank gibt es auch diesen investigativen Journalismus, der aufdeckt. Ja. Aber meistens geschieht dieses Aufdecken mit Anklage. Klagt Gott die Welt an, indem er sie überführt durch seinen Geist der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichts? Ist Gott der große Ankläger der Welt? Papst Johannes Paul hat tief darüber meditiert und man spürt, wie ihn das offensichtlich seit langen Jahren bewegt hat. Was bedeuten diese Worte? Der Geist überführt. Schwestern und Brüder, im Meditieren über diese Stelle ist mir die heutige Lesung zur Hilfe gekommen. Diese so berührende, dramatische Szene, wie Paulus und Silas in Philippi ins Gefängnis geworfen werden. Ich erinnere noch einmal an den Zusammenhang. In Troas, noch in Kleinasien, hatte Paulus diese Vision. Ein Mazedonier sagt ihm, komm herüber und hilf uns. Und Paulus fährt mit einem Schiff hinüber und kommt zum ersten Mal nach Europa, nach Philippi, einer römischen Kolonie. Und dort kommt es zu den ersten Bekehrungen, Taufen, Lydia, die Purpurhändlerin und ihre ganze Hausgemeinschaft. Es entsteht eine Hauskirche. Aber dann kommt es zu einem Aufstand gegen Paulus und Silas, vor allem gegen Paulus, weil er einen Dämon ausgetrieben hat, einer Magd, die Sehergaben hatte und ihrem Chef viel Geld eingebracht hat. Auf jeden Fall, Paulus treibt diesen Geist aus und es kommt, sie hat diesen Geist nicht mehr und der Besitzer verliert viel Geld. Das kommt öfters noch in der Apostelgeschichte vor, dass Geld sorgen die Menschen gegen die neue, den neuen Glauben aufhetzen. So in Ephesus, die Silberschmiede. Paulus und Silas werden also vor den Stadtrichter geführt, hingeschleppt, großer Aufstand. Dieser Mensch ist eine Pest, der muss verschwinden. Man reißt ihnen die Kleider vom Leib und schlägt sie mit Riemen und Ruten und wirft sie ins Gefängnis. Im Gefängnis kommt es zu dieser dramatischen Szene, das Erdbeben. Die Grundmauern des Gefängnisses sind erschüttert.
Die Tore öffnen sich, die Ketten fallen ab von den Gefangenen. Der Gefängniswärter glaubt, sie sind alle davongelaufen, will sich umbringen. Paulus sagt, tu dir nichts an. Und es kommt zu dieser so berührenden Bekehrung. Er stürzt herein und sagt, meine Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und noch in derselben Nacht kommt es zu der Bekehrung, der Taufe dieses Gefängniswärters und seines ganzen Hauses. Und er beherbergt sie, reinigt ihre Wunden, wartet ihnen auf und ist voller Freude. Diese Nacht endet mit Freude, so wie dieser Tag mit der Geißelung, der Auspeitschung begonnen hatte. Aber, Schwestern und Brüder, eines ist mir aufgefallen, dass man erst versteht, wenn man den Zusammenhang liest. Am nächsten Morgen kommen die Stadtobersten, die römische Verwaltung, etwas erschrocken, denn sie sind draufgekommen, Paulus und Silas sind römische Bürger. Römische Bürger dürfen nicht ausgepeitscht werden. Da steht strenge Strafe drauf. Sie sind geschützt. Und die Stadtoberen kommen ganz verschreckt und bitten Paulus und Silas, bitte verlasst die Stadt in Ehren. Und Paulus sagt, nein, ihr habt römische Bürger auspeitschen lassen gegen das Gesetz. Jetzt erweist uns auch die Ehre, die römischen Bürgern gebührt. Aber Brüder und Schwestern, eine Frage arbeitet in mir. Warum hat Paulus nicht, als man begann, ihn mit Ruten zu schlagen, gesagt, Moment, ich bin ein römischer Bürger. Das dürft ihr nicht, denn später einmal hat er das in Jerusalem getan, als der römische Hauptmann ihn geißeln lassen wollte, hat er gesagt, Moment, ich bin ein römischer Bürger. Was, du bist ein römischer Bürger? Ja, ich bin es von Geburt an, sagt Paulus. Und der Hauptmann sagt, ich musste viel Geld dafür zahlen, dass ich das römische Bürgerrecht bekomme. Warum verzichtet Paulus auf diese Rettung sozusagen? Warum lässt er diese Schmach über sich ergehen, Paulus und Silas gemeinsam? Und mich bewegt dabei, dass Paulus offensichtlich so tief in seiner Gemeinschaft mit Jesus verbunden war, dass er Jesus nachgefolgt ist, ihn nachgeahmt hat. Er, der das Lamm Gottes ist, von dem es geheißen hat, er tat seinen Mund nicht auf und hat ungerechtes Urteil ertragen, bis hin zum Kreuz. Paulus verzichtet darauf, sich zu schützen, lässt sich geißeln mit seinem Mitbruder Silas gemeinsam sich ins Gefängnis werfen. Mich bewegt dabei, was bewegt denn Paulus, das Leid zu akzeptieren, das Unrecht zu akzeptieren, statt sich zu verteidigen? Offensichtlich ist seine Begegnung mit Jesus so tief, dass er auch seinem Leidensweg folgt. Aber nun, Brüder und Schwestern, das Erstaunliche, das, was Jesus im Abendmahlsaal gesagt hat. Der Geist, den der Vater durch mich senden wird, er wird die Welt überführen, der Sünde, des Gerichts und der Gerechtigkeit. Der Heilige Geist wirkt durch Paulus. Er überführt, nicht indem er anklagt, beschuldigt, sondern indem er erweist, dass Jesus der Gerechte ist. Und das sehen wir
an der Geschichte des Gefängniswärters und seiner Familie. Dadurch, dass Paulus zugestimmt hat, ungerecht ausgepeitscht zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, wie ein Verbrecher, obwohl er doch nur Gutes getan hat, dadurch geschieht diese Überführung der Welt, nicht um sie zu beschuldigen, sondern um sie zu erlösen, zu befreien, ihr das Heil zu schenken. Was muss ich tun, meine Herren, um gerettet zu werden? Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet. Paulus hat an Jesus, den Herrn, geglaubt. Er hat das Leid auf sich genommen, Unrecht ertragen. Und durch diese Nachfolge Jesu ist er zum Segen geworden. Hätte Paulus gesagt, nein, ich bin ein Römer, ihr dürft mich nicht geißeln, wäre nicht ins Gefängnis gekommen, wäre nicht diese wunderbare Evangelisierung geschehen, die in dieser Nacht von Gott geschenkt wurde und deren Diener Paulus und Silas sein durften. So, glaube ich, wirkt der Heilige Geist, und der heilige Papst Johannes Paul hat das damals in seiner Enzyklika so tief dargestellt. Was tut der Heilige Geist? Er überführt die Welt, nicht um sie bloßzustellen, sondern um ihr zu zeigen, wo das wirkliche Heil ist, wo das wirkliche Glück ist, wo die Freiheit ist, die Schönheit, das Leben, die Liebe. Das durfte der Gefängniswärter in dieser Nacht erfahren. Und darum war er mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Brüder und Schwestern, es bleibt uns nur, den Heiligen Geist zu bitten, dass dieses Werk der Überführung, das ein Werk der Barmherzigkeit ist, der Wahrheit, schmerzlich mit dem Kreuz verbunden, aber so befreiend und letztlich so beglückend.